Was heute vor mir liegt, sieht erstmal aus wie eine etwas übergewichtige Deckenlampe. Der zusätzliche Umfang ist dem integrierten Beamer geschuldet, den X-Jimmy in der Magic Lamp verbaut. Entfernt man die Schutzfolie von der Front, wird die Linse des Projektors sichtbar. Bei dem Konzept denkt man vielleicht zuerst an den Samsung Freestyle, eben nur für die Decke und deutlich lichtstärker. Die Magic Lamp wird nicht etwa auf ein Stativ geschraubt, sondern direkt an die Decke. Auch wenn sie damit sehr weit oben im Raum ist, gibt es an der Seite einen USB-Port. Wer beispielsweise das letzte Skivideo über den Projektor abspielen will, kann das ohne Probleme machen. Also fernab von der Leiter, die man dafür gegebenenfalls benötigt. Das Licht selbst kann über einen herkömmlichen Lichtschalter ein- und ausgeschaltet werden. Dieser lässt sich zum Beispiel neben die Bildfläche positionieren oder aber irgendwo anders im Raum. Theoretisch wäre es aber auch möglich, den Lichtschalter auf dem Couchtisch liegen zu lassen. Wirklich notwendig ist der Lichtschalter allerdings nicht, denn die Beamer-Fernbedienung verfügt auch über Buttons für das Licht. Nun gehört so eine Lampe naturgemäß an die Decke und somit werfen wir einen Blick nach oben. X-Jimmy gibt die Lebensdauer des Deckenlichts selbst mit 70.000 Stunden an. Über die Fernbedienung kann das Licht in 4 Stufen hochgeregelt werden. Gerade die dunkelste Warmweißstufe lässt sich gut während einem Filmabend verwenden. Es ist natürlich auch möglich, die Lampe vollständig auszuschalten. Gerade Kinoblockbuster werden sowieso eher in vollkommener Dunkelheit genossen. Auf den ersten Blick sieht man der Lampe nicht an, dass es sich bei ihr um einen Projektor handelt. Der Projektor in der X-Jimmy Magic Lamp kommt mit einer Helligkeit von 1200 Ansilumen daher. Auf dem Messegelände der IFA war es durchaus ziemlich hell. Die Kamera fängt, denke ich, trotzdem ganz gut ein, dass X-Jimmy hier möglichst viel aus den 1200 Ansilumen rausgeholt hat. Auf einer Entfernung von 1,5 Metern erzeugt der Beamer ein 100 Zoll großes Bild. Die Magic Lamp kann auch verwendet werden, um 3D-Filme zu schauen. Hierfür müssen allerdings aktive 3D-Brillen verwendet werden. Das Bild der Magic Lamp löst in Full HD auf. Sollte X-Jimmy mal eine Magic Lamp Pro herausbringen, könnte die gegebenenfalls mit 4K daherkommen. Für Ton sorgt ein 2.1 Audiosystem von Harman Kardon. Die Magic Lamp unterstützt Dolby Audio und DTS Dual Decoding Technology. Die bisher noch nicht in Deutschland verfügbare Magic Lamp bietet folglich ein durchaus spannendes Gesamtpaket fürs Wohn- oder Schlafzimmer. Für eine Platzierung in einem der beiden Räume spricht auch, dass man den Projektor durchaus als Bluetooth-Speaker verwenden kann. Denkbar wäre allerdings auch, eine YouTube-Playlist über die Magic Lamp zu starten und die LED auszuschalten. Durch die leise Arbeitsweise des Projektors kann man die Magic Lamp auch zum Projizieren von Kunst oder Bildern verwenden. Wahrscheinlich ist das eher nichts für den Alltag, aber als Hingucker bei geselligen Abenden kann ich mir das durchaus gut vorstellen. Mit an Bord sind 4 GB RAM und 32 GB ROM. Da der Projektor bisher nur in China verfügbar ist, spricht das Exemplar in diesem Video nur Chinesisch. Keinen Übersetzer braucht man für die Android-Version. Die nicht globale Variante der Magic Lamp setzt in der aktuellen Version auf Android 9. In Sachen Fernbedienung hätte ich mir vielleicht doch eher die Horizon-Fernbedienung gewünscht. Die vom Halo und Mogo bekannte Fernbedienung lässt sich zwar gut bedienen, die Aura-Ausführung ist aber etwas schicker. 6,3 Kilo bringt die Magic Lamp auf die Waage. In China ist die Lampe für umgerechnet 1.176 € verfügbar. Wenn ich auf einen EU-Staat warten will, kann sich die Lampe aktuell auf der IFA in Berlin anschauen. Hier sind natürlich auch die anderen X-Jimmy-Projektoren ausgestellt. X-Jimmy findet ihr in Halle 22B. Dort müsst ihr den Stand 206 ansteuern. Hier könnt ihr euch auch den X-Jimmy Aura anschauen. Der ist, so viel sei schon mal verraten, mein kleiner Liebling. Der Aura hat gegenüber der Magic Lamp einen eindeutigen Vorteil. Er ist bereits jetzt überall verfügbar, wo man sich Beamer kaufen kann. Von Amazon bis hin zu Saturn. Über X-Jimmy Klassiker hinaus hat der Stand allerdings auch einige kleine Überraschungen zu bieten, wie den X-Jimmy RSR Porsche Design. Vor Ort gibt es auch eine Couch sowie Switch, um sich die X-Jimmy-Geräte einmal in aller Ruhe anzuschauen. Ihr habt noch Fragen zu X-Jimmy-Projektoren? Dann ab damit in die Kommentare.